So, hallöchen Leute und willkommen zu einem neuen Video, endlich ein kleines Lebenszeichen von uns. Ja, zeitlich ist im Moment noch nicht mehr möglich, aber es geht nun weiter mit The Wonderful 101, die Demo, denn das Spiel erscheint am 28. August und Nintendo hat uns nun eine Demo bereitgestellt. Seit der Nintendo Direct am Donnerstag gibt es sie. Nee, Moment, am Freitag, glaube ich, war das, zum Herunterladen, also letzten Freitag, und die schauen wir uns gleich mal an. Was ich schon mal ganz interessant finde in den Einstellungen, kann man die Sprache der Stimmen zwischen Englisch und Japanisch wechseln. Wer also das Original möchte mit den originalen Stimmen, kann das gerne machen. Ich bin da kein Fan von, deswegen lasse ich sie ja Untertitel Deutsch natürlich und englische Sprachausgabe. Und ich würde mal sagen, wir starten direkt mit der Story ein. Mal gucken, wie lang die Demo ist. Ich werde sie auf jeden Fall jetzt mal komplett durchspielen. Allzu lang wird sie ja nicht gehen. Und, was machen wir? Wir machen, glaube ich, mal auf normal. So soll das, glaube ich, sein. Vermutlich. Ja, ist die Frage, ob man nachher beim fertigen Spiel auch nur normal machen kann und erst nach mehrmaligen Durchspielen, oder zumindest nach einmal durchspielen, den Schwermodus freischaltet, oder ob man von Anfang an schwer spielen kann. Ich bin gespannt. Okay, wir starten hier direkt rein. Ja, Wonderful 101, wir steuern bis zu 100 Helden. Ich muss erstmal ein bisschen lesen. Alter Schwede, es geht viel zu schnell. Okay. Ich habe gerade irgendwas kaputt gemacht und O-Teile bekommen. Sehr schön, das habe ich mit X gemacht. Das ist wohl der sogenannte Teamgriff. Auf dem Gamepad, was ihr jetzt natürlich nicht seht. Okay, hüpfen kann ich auch. Sehe ich hier ein paar Symbole und ich glaube irgendwie, ich weiß nicht, was es ist, ehrlich gesagt. So, Mission 1, hier sind schon mal ein paar Gegner. Ein Wonder-Kuchenstück habe ich gefunden. Das geht alles viel zu schnell weg, ich habe das nicht weggedrückt. Ich bin völlig überfordert gerade, ich weiß auch nicht. Ich habe dieses Wonderful 101 ja schon mal bei dem E3, Post-E3-Event vor einem Jahr, also noch vor dem Release der Wii U gespielt. Eineinhalb Jahren ist es, glaube ich, jetzt her. Da gibt es auch noch ein Video auf diesem Kanal. Und da war ich schon genauso überfordert wie jetzt auch. Oh Gott, ich weiß nicht, was ich hier mache. Okay, hier ist eine Art Chu-Du. Der Anführer der Infanterie. Es geht alles automatisch weg. Ich habe das nicht weggedrückt. Ich hätte gerne. Okay, ich kann dem nach dem Gegner irgendwie greifen. Wow. Okay. Irgendwann mache ich hier gerade ein bisschen Button-Smashing. Ich habe mich, glaube ich, auch verwandelt jetzt gerade. Ah, okay, das mache ich mit... Wow. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Dann ist noch einer. Also ich habe mich auf jeden Fall jetzt... was man natürlich schon weiß von dem Spiel, bis zu 100 Leute und man kann sich in irgendwelche Formationen, man kann sich verwandeln. Jetzt im Moment habe ich diese Faust. Und das mache ich anscheinend mit A, wenn ich das richtig sehe. Moment, ich versuche das nochmal zu lösen. Hiermit... springe ich. Hiermit mache ich den normalen Teamangriff und mit... Genau, alles klar. Es wird langsam. So, habe ich denn überhaupt noch Gegner? Ja, das sind auch Gegner. Und jetzt kann ich mich wieder zur Faust machen und damit hier die Gegner wegschlagen. Sehr schön. Und so wie es aussieht, der Wonderful-Tag wird ausgerufen. Habe ich die erste Mission geschafft? Oder so ähnlich? Diese Batterie oben, das ist, glaube ich, die Energieleiste. Man kann natürlich... dient dazu die Kapazität, genau, das ist die Unite-Leiste da oben, die fülle ich hiermit auf, theoretisch. Vielleicht muss ich die erst auch einsetzen. Okay, hiermit kann ich sie reinzoomen. Oh, was war das? Oh, das verbraucht ordentlich Energie. Oh, gut, es lädt sich da oben, man sieht es, das lädt sich automatisch wieder auf. Wahrscheinlich sind das auch noch so eine Art Midi-Packs. Okay, hiermit kann ich mich, alles gleich, ich lerne so langsam die Steuerung. Also mit ZL kann ich mich zu einem Glibber-Dings, wahrscheinlich ist es eine Art Schutz, mich zusammenformen und mit ZR. Ich weiß nicht, ob das ein Angriff ist, vermutlich. Wir werden es gleich mal ausprobieren, wenn wir wieder Gegner sehen. So, Mission 2. Ne, oder das ist Flüchten? Ich weiß es nicht. Ein richtiger Angriff war das jetzt nicht. So, ich habe mich jetzt wieder zu dieser Faust transformiert. Oh, ich wurde getroffen. Hä, wo bin ich jetzt? Ich bin alleine. Wo sind meine Helden? Hallo? Was kann ich jetzt machen? Zeichne ein L, um die Unite-Pistole zu bilden. Das kann ich jetzt auf dem Gamepad machen.
Was ist passiert? Ich habe es leider jetzt nicht gesehen. Oh Gott, ich weiß. Alter Schwede. Hä? Ein L um die United... Ich bitte... Wow. Also ich spiele es wieder da noch zum ersten, so zweiten Mal. Ich meine, jetzt die Demo von vor eineinhalb Jahren, aber da erinnere ich mich nicht mehr dran. Und mit Button Smashing komme ich hier doch etwas weiter. Es ist aber super unübersichtlich. Ja, okay. Dann werde ich mich wieder auflösen hier. Das sind auch Gegner. Okay, dann greifen wir die doch mal an. Ich habe das Gefühl, mit dieser transformierten Attacke mache ich dann doch noch den meisten Schaden. Bevor ich die jetzt irgendwie einzeln angreifen lasse. Das ist ein Auto. Kann ich das kaputt machen? Okay, ich habe den Alarm ausgelöst im Auto. Ich will hier nochmal ein bisschen was testen. Okay, jetzt habe ich eine Schwertformation. Ah, okay. Und damit... Ah, okay, alles klar. Okay. Ich kann also bestimmte Formen hier auf dem Gamepad, wie jetzt habe ich einen Kreis gemacht, und kann jetzt angreifen. Wie ihr gesehen habt, okay. Langsam, langsam wird es. Und das ist halt jetzt die Pistole. Okay, nicht schlecht. Okay, das muss ich gleich mal ausprobieren. Okay, das ist ein normaler Angriff hier. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt, aber wenn ich jetzt hier die Pistole mache und jetzt greife ich an. Ja gut, ich war nicht so ganz in der Reihenfolge hier, in der Reichweite. Aber die scheinen alle ziemlich benommen zu sein. Da kann ich jetzt anscheinend weitergehen. Kann ich das auch größer machen? Was soll ich so machen? Scheiße. So, aber hier ist doch nichts mehr. Wen soll ich jetzt angreifen? Ah, okay. Was ist jetzt passiert? Okay, als Alternative... Nee, oder doch nicht? Kann ich... Ah, okay, alles klar. Ich muss also nicht auf dem Touchscreen unbedingt zeichnen, sondern ich kann auch mit dem rechten Stick... Das Ganze hier zeichnen, wie ihr seht. Okay. Aber. Denn man wird das Spiel ja auch nachher mit dem Pro-Controller spielen können, also nicht mit dem Tablet. Da kann man dann natürlich nicht zeichnen. So, jetzt langsam. Okay, ich kann auch den Heldenwechsel. Das werde ich jetzt auch mal machen. Oder auch nicht. Ist es nicht Heldenwechsel? Was ist das hier? Ich weiß nicht, was ich jetzt gemacht habe, ehrlich gesagt. Nee, irgendwie. Habe ich den Helden nicht gewechselt? Ich weiß nicht. Also ich kann ja auf dem Gamepad gerade so zwischen ein paar Dingern durchschalten, aber... Aber ich sehe da jetzt noch keinen Unterschied. Mhm. Ah, okay, doch. Oh. Okay, das war eine Art Spezialangriff, okay. Das war ein Airstrike oder sowas in der Art. Sehr interessant. Okay, wir können weitergehen. Ja, sehr chaotisch bis jetzt, aber es macht irgendwie Spaß. Das finde ich cool. Komisches Englisch, aber gut. Ein Wonderclaw. Ein WC, alles klar. Es sieht nur so aus, als wären Wonderclaws das perfekte Schlörtchen, ein großes Geschäft zu machen. In Wirklichkeit handelt es sich aber um Versorgungspunkte für die Wonderful 100. Marschiert mit Hilfe einer Wonder-Transmission dort ein, um etwas Tolles zu ergattern. Wieso geht der Text automatisch weg? Aber gut. Und mit Hilfe was? Wonderclaw kannst du mit Hilfe einer Wonder-Transmission. Und wie kann ich das machen? Einer Wonder-Transmission mit dem rechten Stick. Oder was, hä? Ach, das ist wahrscheinlich dieser Kreis, oder? Ist das eine Wonder-Transmission? Hallo? Nee, das war nicht mein Plan. Hä? Ich komme nicht in dieses Klo rein. Hm? Ich habe nicht mehr genug... Hallo? Man merkt schon, das ist nicht so einfach hier. So, das wollte ich machen. Jetzt da rein? Nö. Einer oder muss ich darauf drücken auf den rechten Stick? Das ist doch, Ding ist doch auf, oder nicht? Kann ich da nicht einfach reinlaufen? Wieso nicht? Wieso kann ich da nicht reinlaufen? Schnellhilfe, vielleicht kann ich hier noch irgendwas machen. Ach, das ist ja alles irgendwie komische Bilder, die... Das ist die... Okay, das Kreis ist die Unite Hand. Schwert ist ein... Okay, alles klar. Was ist denn die... Unite Transmission. Kann mir das mal jemand erklären? Ach, ich musste aber... War das richtig? Okay, ich hätte nur mal den rechten Stick in die Richtung drücken müssen. Das war auch schon alles. Und jetzt kann ich diese Sachen hier einsammeln. Was auch immer das ist. Okay. Und jetzt für einen Doppelsprung. Okay, Doppelsprung kann man auch machen. Ich habe ja noch... Ich weiß auch nicht, wie diese Dinger da, wo jetzt die 17 steht, diese Batterien, nicht die einsetzen kann. Oder ob ich 100 haben muss, brauche ich dann Leben? Ich weiß. So, wo bin ich jetzt hier?
Okay, hier oben sind noch ein paar, die jubeln mir zu. Meine Fans, das sind meine Fans. Das finde ich sehr schön. Oh. Hä, was ist jetzt passiert? Wieso habe ich jetzt... Okay, ich habe irgendwie so ein Super Extra gehabt, dass ich dann mehr Batterie-Power oben hatte anscheinend. Und das Item ist jetzt weggegangen. Anheben. Mit dem rechten Stick kann ich Sachen anheben. Okay, das war schon mal nicht. Okay, ich habe sie einfach zerstört. Hm, ob das so sein sollte, ich weiß es nicht. Gut, da muss ich aber auch nochmal eine Hand malen. Und dann kann ich irgendwas drehen, okay. Das ist die Unite Hand übrigens, wenn ich den... So, wie kann ich das denn jetzt drehen? Linken Stick, mache ich doch. Achso, in die falsche Richtung. Okay, meine ich. Also man kann also eine Hand formieren und jetzt kann ich hier an diesem Ding hier drehen. Und dann kann ich hier durchlaufen. Sehr schön. Mission 3. Oh, okay, das ist natürlich jetzt nicht so interessant für euch. Ich sehe jetzt auf dem Gamepad, ich bin jetzt quasi in dem Gebäude drin und kann über das... Mit dem Gamepad bin ich jetzt deutlich näher dran. Oh, ich bin schon wieder durch. Nee, falsche Seite. Scheiße. Und hier ist jetzt ein Tor. 2, 3, 5. Ja, okay. Ich weiß gerade nicht, was ich hier tun soll. Ich bin schon wieder raus. Ja, es ist natürlich schön. Ich habe leider keinen Pro-Controller hier, sonst hätte ich euch das mal so gezeigt, weil ich denke mal... Ah, hier habe ich jetzt, hier habe ich jetzt noch mehr von solchen Zahnrädern, die ich drehen muss. Ihr seht das jetzt auf dem... Ach, das ist cool. Okay, was hatte ich ihm gesagt? 4, 2, 3 oder so? Moment. 2, 3, 5. Okay, alles klar. So, jetzt seht ihr da, ich drehe hier jetzt hier in dem Gebäude an so einem Rad und ihr seht jetzt, okay, da ändert sich was. Jetzt muss ich das auf 3 machen. Das ist... Das finde ich immer cool. Dafür, ich finde, das ist eine nette... Einbindung des Gamepads, wie es auch schon bei Zombie U war. So, und jetzt habe ich die Tür aufgemacht und habe auch diese Mission geschafft. Sehr schön. Dann machen wir mal weiter. Was wartet hier auf uns? Gefangenentransportschiff, Catcher. Gefährlichkeit 0%, wenn ich das richtig gesehen habe. Kann also wohl nicht kämpfen. Aber auch daran kann ich irgendwie drehen. Machen wir das doch gleich mal. Autsch, ich wurde angegriffen. Multi-Unite-Morph. Zeichne einen Unite-Morph und drücke den X-Knopf, damit deine Teammitglieder einen zusätzlichen Unite-Morph ausführen. Du kannst bis zu 4 solche Unite-Morphs ausführen. Ich hab's nur so halb verstanden, ehrlich gesagt. Ich mach's aber, ich versuch's einfach mal. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Es sieht aber gut aus, oder? Autsch, ich wurde getroffen. Was passiert hier? Ich bin blau auf einmal. Warum? Habe ich jetzt noch einen anderen Helden? Weil jetzt habe ich hier immer so ein... Achso, jetzt, weil ich das Schwert gemacht habe. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier wieder... Genau, da habe ich jetzt wieder die Faust. Autsch, Alter. Die machen mich voll fertig hier gerade. Ich weiß immer nicht, wer die Gegner sind, aber die ist blaue Vieh anscheinend. Komm, ich brauche das Schwert hier. Komm schon! Autsch, ich verreck hier gerade richtig. Kommt her, meine Helden. Wo sind meine Helden überhaupt? Okay, die muss ich jetzt wieder aufsammeln. Das ist ähnlich wie bei den Pigments. Die sind ein bisschen außer Gefecht hier. Ah, jetzt habe ich wieder alle, glaube ich. Jetzt mache ich nochmal das Schwert. Und mach ihn fertig! Zack! Okay, es ist gar nicht so schwer. Aber das zeichnet sich deutlich schöner als mit dem Control-Stick, mit dem rechten. So, nochmal das Schwert und jetzt fertig. Nee, Moment. Jetzt muss ich den drehen, oder was? Nee, jetzt muss ich hier dran drehen. In die andere Richtung? Das geht nicht. Oh nein, er lebt wieder. Autsch! Verdammt! Wo ist er? Ist er weg? Nee. Komm her! Zack! Okay, das ist cool. Komm, kann ich ihn jetzt auch fertig machen? Okay, nee, jetzt muss ich die Zeit nutzen und hier drehen anscheinend. Nein! Falsche Taste. Aber irgendwie... Dreh doch mal! Was ist das? Autsch, autsch, autsch. Ach, jetzt... Ich hol die ganzen Gefangenen hier raus. Und muss sie jetzt töten? Oder was? Ich bin auch voll fast tot. Das ist... Nein, Mann! Ich will nicht sterben! Oh nein, ich hätte nicht so viele da gleichzeitig... Oder sind das meine... Nee, ist nicht meine Freunde. So, den ein... Mache ich jetzt mal ganz schnell Schrott hier. Wo bin ich? Verdammte Scheiße, das war... Irgendwie war das alles nicht so schlau hier. Boah. So, Schwert und... Die Mini-Wanda-Nudelsuppe.
füllt die Lebenspunkteleistung wieder auf. Noch eine. Sehr schön, ich habe wieder Energie. Aber das Vieh lebt immer noch. Meine mal die Pistole hier. Wo bist du denn jetzt? Ja, das Schwert gefällt mir doch noch am besten irgendwie. Damit mache ich ordentlich Schwumpf hier. Bam! Ein Traum. Okay, so langsam. Ich weiß gar nicht, ob das für euch genauso. Ob das für euch einigermaßen erkennt, was ich überhaupt mache. Denn so langsam komme ich hier rein, muss ich sagen. Das macht verdammt viel Spaß. Aber ich glaube, ich bin durch, oder? Komme ich jetzt hier weiter? Nee. Da oben liegt noch irgendwas drauf. Das nehme ich mal mit. Ah, hier geht's weiter. Okay, wunderschön. So rein grafisch, das sieht sehr bunt aus, ne? Typisch Nintendo, könnte man fast sagen. Moment, hier muss ich mal jetzt hier ein bisschen... nehme ich das Schwert einfach wieder. Komm. Nee, das Schwert macht das nicht. Ach so, ich kann ja auch einfach dran vorbeilaufen, oder? Ich muss sie... Scheinen ja keine Freunde zu sein. Denn bei Wonderful 101, ich glaube, greifen die Aliens quasi an. Und wir, die Wonderful 100, retten quasi die Welt vor den Aliens. Oha. Okay, jetzt ein bisschen Quicktime, so wie es aussieht. Wobei, ich muss einfach nur B drücken. Hat aber nur 10 Sekunden Zeit. Auch diese Mission habe ich mit Bronze allerdings nur bestanden. Hier müsste man also quasi nochmal ran. Theoretisch, wenn das echte Spiel schon wäre. So, der Hoedown. Autonomer, hochmobiler Angriffspanzer. Wunderschön. Dann machen wir dich irgendwann wieder mit dem Schwert fertig. Autsch. Kann das Schwert auch länger machen, wie es aussieht. War das richtig? Was ist das denn hier? Ein Wonderkuchen to go. Auch das füllt einen mittleren Teil der Unit-Leiste auf. Autsch. Das war nicht nett. Unite Pudding. Komm her. So, damit mache ich vermutlich... Oh, fuck. Aus die kleinen Pigments, finde ich, mit dieser gelben Antenne. So, ich versuche nochmal das hier. Was? Autsch. Ich habe hier nochmal so einen Airstrike gestartet, aber irgendwas sagt mir, dass das nicht so viel gebracht hat. Ich sollte wieder das Schwert machen. Autsch. Okay, ich glaube, da muss man eine bestimmte Taktik folgen, damit man noch Schaden macht. Autsch. Hier hätte ich auf jeden Fall den Pudding machen müssen. Autsch. Ja, gegen seine Hülle, da komme ich nicht an. Da hätte ich wahrscheinlich schlagen müssen, wenn er seinen Maul da aufmacht. Sehr gut. Jetzt ist er doch am Boden hier. Komm hier, ich will das Schwert. Komm schon! Ja, ich glaube, ja, ich mache ihm Schaden. Das rechts scheint seine Lebensenergie zu sein. Machen wir schnell den Pudding hier gleich wieder auf. Ah, fuck! Okay, ich glaube, ich hab's. Oh! Oh, wunderschön. Er hat sein Dings verloren. Jetzt kann ich ihm wieder Schaden machen. Vielleicht ist er doch schon tot. Fein fertig. Komm schon! Gleich ist er komplett rot, dann müsste er down sein. Das sieht gut aus. Komm schon! Muss ich jetzt irgendwas machen? Oh, er ist Schrott. Wunderschön. Trotzdem nur Bronze. Bisschen viel Schaden genommen wahrscheinlich. Und auch sehr lange dafür gebraucht. So, gibt's noch irgendwas einzusammeln? Ich weiß auch gar nicht, ob man hier noch groß gucken muss. Oh, hier wird... Autsch! Hier muss ich jetzt aufpassen, dass ich hier nicht von oben in den blauen... Was sind denn das? Kristallbomben, ich weiß nicht. Ich getroffen werde. Autsch! Damn it. Auch ein Wonderkuchen to go. Nee, was war das? Doch, ich glaube schon. Denn ich bin hier fast tot. Das ist... Ah! Komm her! Kommt her! Meine kleinen Krieger. Ich mache euch alle Schrott hier. Immer für Wesen ihr seid. Da ist noch irgendwas. Weltraumpaprika. Das hat mir, glaube ich, wieder Lebensenergie gegeben. Denn die Leiste ist wieder komplett grün. So, Wondersteak. Für eine kurze Zeit Unbesiegbarkeit. Ist das direkt aktiviert? Ich weiß das gar nicht. Oh, was ist das denn jetzt? Ich habe hier so einen Turbo. Den habe ich, weiß gar nicht, wie ich den auslöse hier. Okay, hier muss ich jetzt die Dinger irgendwie verschieben, würde ich mal sagen.
Dann ziehe ich den aber mal raus hier. Komm, zieh weiter. Zieh, 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 Junge! Okay. Und nun kann ich dahinter. Und dann bin ich gefangen. Hm, merkwürdig. Ich ziehe einfach mal alle raus. Ich denke mal, dann komme ich, da oben hoch. Ja, nun zieh halt. Das ist jetzt irgendwie... Muss ich hoch oder runter ziehen? Nee, hä? Nein, jetzt zieh ich wieder rein. Oh mein Gott, ich muss runterdrücken. Y runter und nicht hoch, weil hoch schiebt er wieder rein. Und das wollen wir nicht.